Hallo, herzlich willkommen, hier ist Corrupted und ihr seht schon, dunkel, ne? You are now inside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Ja, ihr bekommt's mit. 087 wieder, aber diesmal ist es die B-Variante und wir sind unglaublich langsam. Bleiben wir noch ein bisschen schneller. Das ist an sich von der Story her genau das gleiche wie der Teil davor. Aber es ist eine bisschen aufgepushte Variante. Ein bisschen gruseliger gemacht, mehr Scares und alles Mögliche ist da drin. Warum sind wir so unglaublich langsam? Das gefällt mir nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie lange dieses Spiel geht. Ich glaube, es geht ein bisschen länger. Ich habe es nicht aufgenommen, vor 2 Jahren oder so schon mal gespielt. Mit Ennis und ein paar anderen Kumpels, glaube ich, war das. Schon wirklich sehr lange her, deswegen. Ja, ich kann mich an nichts mehr erinnern und ich werde mich richtig erschrecken. Das weiß ich jetzt schon. Fuck, ist das dunkel. Oh mein Gott. Okay. Wir bewegen uns wesentlich langsamer als im Teil davor. Wir sehen auch wesentlich weniger und es ist unglaublich schwammig alles. Ihr seht... Ja. Ihr seht schon in den Wänden. Oh, alles wackelt die ganze Zeit und ich sehe vielleicht 10 cm vor mir irgendwas, aber naja. Ja. Was mir auffällt, ist, dass die Umgebung sich nicht ganz an das Original hält. Im Originalbild auf der SCP-Seite ist es hier einfach ein Treppenhaus und hier sind ja alles... Habt ihr es gesehen? Da ist irgendwas. Okay. Hallo. Lass mich in Ruhe, bitte. Ich mag dich nicht. Oh, shit. Ist es denn nicht genau das gleiche wie das letzte Spiel? Irgendwann werden wir sterben. Wir wissen nur nicht wann. Und ich sehe hier viel weniger. 4. Wir bewegen uns so langsam, Leute. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich glaube, in dem Spiel könnte ich fast meine Facecam rausschneiden und euch einfach zugucken lassen. Wäre das nicht schön? Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Nee, wäre es nicht. Das will ich euch nicht zumuten. Oh Gott. Wir sind 5. Oh, es geht doch richtig langsam. Langsam um die Ecke lurken. Also bis jetzt geht's noch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sobald der erste Scare kommt, werde ich nervös werden. Oh Gott, ey. Oh Mann, die Musik ist echt... Nee. Ich glaube, die Musik kommt auch in SCP Container Breach vor. Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Gott. Tu das nicht nochmal. Ich trau dem Scheiß nicht, Mann. Ja, okay. Und wie ein paar Leute bei den Kommentaren gesagt haben, im letzten Teil, ja, der hat nur 7 Minuten gedauert und ihr habt gesagt, das Spiel wird noch wesentlich schlimmer, wenn man länger unten ist. Das weiß ich, aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich relativ schnell gestorben bin. Oh, ich hoffe, diesmal passiert es eh nicht. Obwohl ich keine Ahnung habe, wie das... Ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel aufhört. Das ist einfach zu lange her. Oh mein Gott. Ich werde langsam nervös, Freunde. Acht erst. Wir sind erst bei 8. Oh Gott, was ist das für ein Raum? Links, rechts, links. Kann man sich falsch entscheiden? Bitte bring mich nicht um, wenn der Weg falsch war. Scheiße. Das ist ein Loch. Wir sind hier falsch. Bitte nichts hinter mir. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja. Okay. Oh mein Gott, ich mach die Lautstärke ein bisschen höher. Wie ich im letzten Teil schon gesagt habe, das Spiel lebt vom Sound. Nur weil es immer der gleiche Song ist, der sich immer wieder wiederholt. Ich mag das nicht. Oh mein Gott. Keine Treppe? Treppe?
Hier ist keine Treppe. Oh, hier. Okay. Wenn man die ganze Zeit auf diesen schwarzen Klotz starrt, kommt dann vor, als ob es einfach eine Tür wäre, die er vor ihm wegfliegt. Oh Gott, hier wieder keine Treppe. Warum ist hier keine Treppe? Warte. Oh. Ich will mich ja echt nicht umdrehen. Ich habe das beschissene Gefühl, dass es viel direkt hinter mir ist. Müsste ich echt den Eintrag auf der... Komm. Gut. Oh, du Sch... Was ist hier los? Warum ist das so? Nein. Nicht schon wieder ein offener Gang. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Okay. Ach, du Kacke. Hier muss ich echt den Eintrag auf der SCP-Seite durchlesen. Ich traue den Ecken nicht. Boah. Da gibt es auch ein paar Experimente und halt Versuchsprotokolle von Leuten, die runtergeschickt wurden. Und bei einer Person wurde geschrieben, dass das Vieh, dass die eineinhalb Stunden lang nach unten gelaufen ist, nichts passiert und hat sich umgedreht und zwar direkt hinterher. Okay, Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob das im Spiel auch passieren kann, dass einfach hinter ihm ist. Ich hoffe nicht. Mir geht's nicht mehr so gut. 11. Leute. Das Spiel ist wesentlich schlimmer als der erste Teil. Finde ich zumindest. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr schlimmer findet. Du Scheiße. Jedes Mal, wenn ich in diese eine Ecke komme, ich denke immer, gleich kommt irgendwas aus der Wand gesprungen und tötet mich. Das Spiel macht mich so nervös. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich warte einfach mit LOL. Was war das? Ich drehe mich nicht um. Oh, Scheiße. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Das ist hinter mir. Ich höre es direkt hinter mir. Das war der falsche Weg, stimmt's? Der falsche Weg. Ich will mich nicht umdrehen. Bitte sag, dass es der richtige Weg ist. Bitte. Oh mein Gott, ist das der richtige? Hier ist eine Treppe. Einfach hier runtergehen. Oh mein Gott. Ich höre irgendeinen Brummen. Ihr seht schon, wie weit ich vom Mikrofon mittlerweile weggehe. Ein Fenster? Okay, da ist nichts. Gut, da ist nichts. Oh. Ich habe mittlerweile echt richtig Angst. Das ist ein Spiel, das muss man echt alleine spielen und im Dunkeln. Mit Kopfhörern. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel beim Zugucken null Angst macht, aber... Das ist echt was anderes, wenn man es selbst spielt. Vor allem, wenn man den ersten Teil schon gespielt hat und man relativ erwartet, was passieren kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jedes Mal, wenn ich mich um die Ecke drehe, eine Chance ist, dass irgendwas auf mich drauf springt. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach Glück 17. Ich muss mich ein bisschen beruhigen, ey. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile einfach nur Glück habe. Ich weiß nicht, wie weit man hier normalerweise kommt.
Oh, ich glaube 17 ist schon relativ weit. Wie weit war ich im ersten Teil? 20 oder so? Genau das habe ich die ganze Zeit erwartet. Irgendwas in die Richtung. Das machst du nicht nochmal, oder? Oh mein Gott. Lass mich hier raus, ey. Nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal. Okay. Wie weit spielt man das hier? Wie weit geht das? Schon wieder eine Ecke. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh mein Gott. Ich glaube, ich sehe immer weniger, oder? Ich glaube, am Anfang konnte ich weiter sehen als jetzt. Oh mein Gott. Augen zu und durch, ich krieg das hin. Ich krieg was hin? Das Spiel kann man nicht durchspielen, was erwarte ich? Okay. Wo sind wir? Oh Gott, ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. 20 sind wir. Okay. Fangen jetzt normale Treppen an. Scheiße. Scheiße, scheiße, ist das ein Raum? Ja. Okay, ich folge der Wand. Ich sehe gar nichts. Hier, da ist eine Tür. Ein Eingang, nicht wirklich eine Tür. Tür wäre schön. Eine Ecke. Mein Gott. Oh, Scheiße. Es wird schlimmer und schlimmer. 21. Okay. Nein, 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 da ist nichts. Das bilde ich mir alles ein. Da ist nichts. Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich weg. Lass mich weg. Oh Gott. Ich kann hier nicht weg. Oh Gott. Das Vieh ist weg. Oh mein Gott. Habe ich es geschafft? Warum bin ich einfach reingelaufen? Ich hätte sterben können. Warum? Oh, verdammt. Ich mache es nur schlimmer und schlimmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich spiele auch meinen Kopf kaputt, wirklich. Wenn ein Spiel dich dazu bringt, dass du lieber sterben würdest, als weiterzukommen, dann ist es ein gutes Horrorspiel. 23. Okay. Die Gänge sehen immer gleich aus. Und ich habe keine Ahnung, was ich noch erwarten kann. Ich lehne mich ein bisschen zurück. Entspannt spielen. Ich kann ja nicht mal sprinten oder so. Ich kann nicht mal springen. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur geradeaus laufen. Das war's. Okay. Das Vieh aus der Wand kommt wahrscheinlich nicht mehr gesprungen, ne? Das Rauschen kam lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Scares zweimal kommen können. Ich habe keine Ahnung. Okay. Tiefer und tiefer. Hm. 25. Ja.
Rechts lang, oder? Ich hoffe rechts lang. Ja? Nein? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Hallo? Oh. Ich bin in ein Loch reingefallen, oder? Okay, das Spiel ist zu Ende. Oh mein Gott. Probiert selber. Sagt mir, wie weit ihr gekommen seid. Oh, ich bin eigentlich relativ froh, dass ich da gerade reingefallen bin. Oh mein Gott. Ich dachte, wäre eh das Ende gewesen, weil ich dieses Geräusch... Oh Gott, das war echt schlimm. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein, Leute. Euer Corrupted. Bye.